Liebe Pfarrgemeinde, noch einmal ein Gruß im Lockdown. Leider geht es noch nicht mit den öffentlich zu feiernden Messen. Aber wenigstens der Sonntag darf nicht untergehen. Und ich lade euch ein, den Gottesdienst im Fernsehen mitzuverfolgen und auch euch mit dem Evangelium zu beschäftigen. Wohnst du noch oder lebst du schon? Das war vor einigen Jahren ein Werbeslogan einer großen Möbelkette. Wohnst du noch oder lebst du schon? Dabei dachte man, dass es nicht darauf ankommt, einen Tisch zu haben, einen Sessel, einen Kasten oder ein Bett, sondern dass es zum Leben mehr braucht, etwas Atmosphäre, etwas Besonderes, etwas Schönes. Und wir wissen, dass zum Leben da nicht nur Möbel dazu gehören und nicht nur Dinge, dass es da mehr braucht, um wirklich zu leben. Wenn die Jünger im heutigen Sonntagsevangelium Jesus fragen, Meister, wo wohnst du? Dann fragen sie nicht nach der Adresse, das war irgendwo in Kapernaum. Sie fragen auch nicht nach seinem Möbel oder anderen Einrichtungsgegenständen. Sie fragen danach, wie er lebt. Und Jesus lässt sie teilhaben an seinem Leben. Es ist ja tatsächlich so, dass man in jedem Haus, in jeder Wohnung merken kann, wie es da zugeht. Ob Gott da einen Platz hat. Ob es einfach zugeht oder übertrieben luxuriös. Und ob da Atmosphäre herrscht, weil da Gott einen Platz hat und damit die eigene Seele, weil es Rückzugsmöglichkeiten gibt oder weil es auch einen großen Tisch gibt und eine gemütliche Sitzgarnitur, wo man sich zusammensetzt, um miteinander zu reden oder gastfreundlich zu sein. Das merkt man alles, wenn man einfach in eine Wohnung hineinschaut. Und noch mehr, wenn man da mitlebt. Dann weiß man, wie der Tag gestaltet wird, ob die vielen Werte, über die man redet, auch in die Tat umgesetzt werden. Wie geht das im Zusammen Eltern, Kinder, Partner, Generationen? Gibt es eine Konfliktlösung? Gibt es eine Herzlichkeit? Gibt es einen respektvollen Umgang und Dankbarkeit? Wie werden Feste gefeiert? Und vieles mehr. Bei den ersten Christen, so sagt man, war es üblich, Anteil zu geben am Leben und am Wohnen, damit man neue Christen gewinnt. Leb einfach mit mir, dann wirst du schon sehen, wie sich Glaube im Alltag bewährt oder eben auch nicht. Jesus hat diesen Test bestanden. Er hat gesagt, kommt und seht. Die Jünger sind mit ihm gegangen, haben gesehen, wie er lebt. Die Lehre und das Leben, das spielt bei ihm zusammen. Wo er ist, da ist Gott. Wo er ist, da ist diese Herzlichkeit und da leben diese Werte. Und für die Jünger war es dann nicht nur eine Frage, gut bürgerlich wo anzukommen und zu wohnen. Sie haben diese Überzeugung behalten, als es dann galt, mit dem Jesus aufzubrechen, unterwegs zu sein, einen ganz besonderen Auftrag zu verwirklichen. Meister, wo wohnst du? Wo wohnt also letztlich Gott? Gott wohnt dort, wo man ihn einlässt. Und Paulus führt diesen Gedanken in der Sonntagslesung aus, der Leib, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott ist in dir und wohnt in dir. Und so könnte uns dieses Sonntagsevangelium mit den Lesungen fragen lassen, wie wohne eigentlich ich? Wie schaut es aus in meiner Wohnung? Stimmt da die äußere mit der inneren Ordnung zusammen? Hat da Gott einen Platz? Merkt man das? Und die noch viel wichtigere Frage, lass ich in einem mein Leben, merke ich auch, dass er in mir da ist und spiegle ich das wieder? Ich wünsche euch einen schönen, einen gesegneten Sonntag und freue mich schon auf ein baldiges Wiedersehen in unseren schönen Kirchen.
Musik.